Wer ist da? Nicht schießen! Ganz ruhig. Ich bin keiner von denen. Ich bin Doktor Marcelo Jimenez. Aha. Sie waren vor dem Unfall in dem Krankenwagen, richtig? Ja, wir haben mit Glück überlebt. Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Evil Within. Ich bin Little Conscious Brain oder einfach nur Yannick und wir befinden uns jetzt schon im dritten Kapitel von diesem wundervollen Spiel. Das Kapitel 3 heißt Die Klauen der Horde. Wir sind ja vor der riesigen Horde von Zombies weggerannt und in diesen See gesprungen. Oder Fluss eher gesagt. Boah. Modrig. So. Unserem Lämpchen und uns geht es anscheinend noch einigermaßen gut. Das ist natürlich erfreulich. Ist da eine Kiste? Sieht aus wie so eine Schatztruhe. Was ist das? Da war aber wohl nichts drin. Interessant. Ja, da oben haben die ja gerade auf uns gewütet und sind uns hinterher gerannt. Kapitel 3. Die Klauen der Horde. Well, gut. Eine Horde war das nämlich beim letzten Mal auf jeden Fall. Was haben wir da denn Schönes? Eine Spritze. Nein, Gehirn. Oh, Gehirn. 7300 haben wir jetzt schon. Also langsam könnten wir wirklich mal wieder einen Spiegel aufsuchen. Denn wir können da doch jetzt wahrscheinlich einiges verbessern. Nicht so wie beim letzten Mal. Und ich habe ein bisschen Angst, dass hier wieder irgendwas auf uns wartet. Ihr kennt das ja. Ich bin paranoid in solchen Spielen. Ihr kennt das. Erst läuft er ducken und dann zertritt er so ein Fass. Brain, du bist ein Genie. Was kann ich hier verbrennen? Ah. Das kann ich verbrennen. Eigentlich sollte ich das, glaube ich, alle, sollte ich die alle verbrennen. Ist gerade ganz schön nervig, du Krähe. You know that. Das Ding ist, ich habe nicht mehr ganz so viele Streichhölzer und ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich einfach so darauf... Weil ich glaube, da sind... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob wir das tun sollen. Ich mach's trotzdem. Guck mal, die beiden brennen doch sogar gleichzeitig. So. Schon haben wir unseren Weg hier durchgebahnt. So, und jetzt sollten wir wirklich aufpassen, denn da oben war ja gerade eine ganze Horde, die auf uns gewartet hat. Und warum öffnet sich die Tür von allein? I'm a little bit afraid. So, was wartet hier denn Schönes auf uns? Hundertprozentig andere Zombies. Scheiße. Das hat sich gerade sehr lustig hinter uns aufgebaut, habt ihr es gesehen? Da lagen erst ein paar Kisten und dann plötzlich war da so ein riesiger Haufen. Das fand ich sehr witzig. So. Nichtsdestotrotz werde ich mich weiter im Schleichen wiegen. Denn ich denke doch, dass das mit die schlauste Variante ist in so einem Spiel. Denn so ein Spiel ist nicht unbedingt. So ein Spiel ist natürlich auch ausgelegt für die Leute, die jetzt einfach Munition verballern wollen. Und. Dich verbrennen wir auch lieber. Die einfach Munition verballern wollen und hier wie Rambo durchrennen. Für die wird das Spiel natürlich auch irgendwie einigermaßen funktionieren. Wir sind voll. Die Frage ist, wie viel Leben haben wir denn gerade? Ja, da kann auf jeden Fall noch mehr rein. So, dann können wir die nämlich mitnehmen. Seit wann haben wir eigentlich eine doppelläufige Flinte? Wo haben wir die denn herbekommen? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Interessant. So. Wo ich stehen geblieben bin, auf jeden Fall wird das für die Leute auch funktionieren. Man wird ja auch durchrennen können. Es ist ja auch der Tipp gegeben worden, manchmal ist die einzige Rettung wirklich nur noch rennen. Und manchmal muss man ja auch wirklich rennen, wie von dem Kettensägenmann, den wir mit Sicherheit nochmal irgendwann treffen werden. Und es wird für die Leute natürlich auch funktionieren, natürlich. Aber trotzdem mag ich diesen Reiz, zu versuchen, sich im Schleichen zu wiegen und nicht aufzufallen. Und einfach nur... Oh. Leise.
sich vorzupirschen. Okay, wir haben eine Axt. Die kann man auf jeden Fall werfen. Und mit der kann man auf jeden Fall hacken. Erstmal eine Runde hacken, wa? Bewegt sich da drin irgendwer? Nee. Okay. Gucken, ob jetzt gleich der nächste Schreckmoment kommt. Das sieht aus wie ein Spiegel, ehrlich gesagt. Zumindest ein wenig. Hier kann man sich verstecken. Gut zu wissen. Sollte ich mich verstecken? So sieht es auf jeden Fall unterm Bett aus. Guck mal, wie platt die Kakerlaken sind. Die sind nur auf dem Boden gemalt, dass wenn man von oben drauf guckt, dass die lustig aussehen. Von der Seite sehen die ja total affig aus. Oh, das fand ich witzig. So. Sieht aus wie ein Spiegel, aber kann man nicht als so ein Spiegel nutzen. Schade. Wer ist da? Nicht schießen! Ganz ruhig. Ich bin keiner von denen. Ich bin Doktor. Marcelo Jimenez. Aha. Sie waren vor dem Unfall in dem Krankenwagen, richtig? Ja, wir haben mit Glück überlebt. Haben Sie noch jemanden gesehen? Meinen Patienten Leslie. Ich habe ihn vorlaufen sehen, aber... Aber? Kommen Sie hier lang. Aber bitte leise. Ich will hoffen, dass Sie leise sind. Denn ich bin leise. Habe ich die Axt noch bei mir? Schade. Brandbolzen. Hallo. Das finde ich jetzt ja blöd, dass die Axt jetzt weggenommen wurde von uns sozusagen. Finde ich schade. Ich habe mich ehrlich gesagt unten gerne noch weiter umgesehen. Okay. Sehen Sie selber. Diese Dinger haben mich den ganzen Weg ins Dorf verfolgt. Oh. Mich auch. Die sind hier überall. Und die haben Waffen. Das ist was Neues. Leslie ging durch dieses Tor. Ah, durch das Tor. Oh Gott. Schön. Es sind zu viele, um sich durchzuschießen. Einer von uns könnte sie weglocken, während der andere das Tor öffnet. Sie sind der mit der Waffe. Hallo? Wenn Sie meinen. Danke auch, Kollege. Was ist das denn hier für ein Ding? Da kann man anscheinend nichts dran machen. Okay. Ja gut, wir sollen jetzt die Gegner von ihm weglocken, damit er uns... das Tor öffnen kann. Abscheuliches Ding. Was hat der da jetzt gerade gemacht? Auf der Terrasse. Sie müssen sie betätigen, damit ich durch kann. Wo ist der denn gerade runtergeplumpst? Das hat ja voll geknallt. Was hat der gemacht? Ups. Ja, dann geh mal durch, mein Freund. Oh, das sind ja so richtig krasse Fallen. Guckt euch das mal an. Müssen wir ihn jetzt quasi von oben die ganze Zeit beschützen? Weil ehrlich gesagt mag ich solche Aktionen so gar nicht. Aber ich glaube nicht, dass er so doof ist und jetzt einfach... Hier drüben! Hier! Hey! Hier drüben! Hier geht es lang! Bist du doof? Der Alte geht dabei noch drauf. Ja, der Alte wird dabei noch drauf gehen. Das versichere ich. Oh, shit. So, Kontrollpunkt. Scheiße, er hat uns schon gesehen. Scheiße, da kommen noch mehr. Shit, 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 shit. Da ist anscheinend ein Dicker, der an Ketten irgendwie ist. Wo
Was geht da ab? Hast du irgendwie Spasmen oder so? Hi! Wenn du dich umdrehst, komme ich raus und hack dir den Kopf ab. What? 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 Warum? Munition alle? Aua! Oh, das ist echt nicht cool, was du da machst. Versteck dich, versteck dich, versteck dich. Boah, was war das gerade blutig? Okay. Benutzen wir mal den Erste-Hilfe-Koffer. Warte, haben wir noch nicht jetzt benutzt. Ne, müssen wir so machen, genau. Muss ich vorher aus dem Versteck raus? Sieht anscheinend so aus. Ah, eieiei. Oh, davon habe ich auch mitbekommen bei der Gamescom. Gar nicht gut, gar nicht gut. Mm-mm. Hoffentlich passiert nicht das, was ich hoffe. Was ich denke. Hoffen tue ich es nämlich nicht. Folgendermaßen, ich erkläre euch das mal ein wenig. Hat ihr uns gesehen? Ja. Hi. Magst du mal eben kurz innehalten? Wir rennen gerade anderen Zombies in die Fresse, oder? Ja. Natürlich machen wir das. Oh Gott. Wie war das noch? Man kann sich hier auf gar keinen Fall durchschießen. Das war doof, ich bin in eine Sackgasse gelaufen. Du hast eine Waffe? Also langsam wird's uncool. Ich habe leider kein Verbrennungszeug mehr. Da war Munition. Nein, 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 nein. Können wir das hier auch entschärfen? Ah nee, das ist ein Bewegungsmelder. Warum kann der Zombie da schnell dran vorbeilaufen, aber ich nicht? Oh. Gar nicht gruselig, die Atmosphäre hier. Guck mal, ein Candlelight-Dinner. Geil. Aber die Flasche können wir uns dann natürlich nicht nehmen, ne? Ah, hier liegen ja auch nur genug. So. Folgendermaßen, ich wollte euch das jetzt eben noch kurz erklären mit dem Erste-Hilfe-Pack. Denn das wurde im Spiel selbst noch nicht erklärt. Und bei der Gamescom kommt man ja bei einem etwas späteren Kapitel anfangen. Da ist man, glaube ich, bei Kapitel 9 angefangen. Das habe ich ja schon mal erwähnt. Und wenn man sich eine Überdosis Heilmittel drückt und sozusagen eine Überdröhnung kriegt, dann wird alles verschwommen und es kann sein... Es passiert nicht immer, das ist random. Kann sein, dass dann ein sehr, 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 sehr starker Gegner kommt, vor dem man sich verstecken muss, weil der dich sonst one-hitten würde. Und du hättest noch mehr Leben, noch weniger Leben, als du am Anfang hattest, bevor du das Erste-Hilfe-Pack überhaupt benutzt hast. Also, man sollte immer wirklich sich im Klaren sein, wann man dieses Risiko eingehen möchte, dass man sich jetzt diese volle Dröhnung Erste-Hilfe gibt. Das nur als kleines Vorwort, oder Nachwort eher gesagt. Denn das... Hab ich mich verjagt. Oh, das ist sehr super gerade. Sie ist weg. Ja, sie ist weg. Kartenfragment Nummer 4. Yay. Und hier haben wir jetzt auch nochmal was liegen. Was ist das nochmal? Oh, wieder so eine Polizeiakte. Tagebuch von Sebastian Castellanos. Dezember 2004. Mein erster Tag als Detective. Meine neue Partnerin Mira Hansen ist ein echter Kracher. Zäh und geradlinig. Genau mein Typ Frau. Aber ich muss aufpassen. Sie hat mich fast dabei erwischt, wie ich mir einen heißen Arsch angesehen habe. Okay. Oh. So, und jetzt können wir da auch durchgehen. Here we go again. Oh. Wir werden uns da wahrscheinlich nie dran gewöhnen. Boah. So.
Hallo? We're back, Mofuku. So. Ihr letzter Besuch ist schon eine Weile her. Ja, ein bisschen. So, aber wir sind jetzt ja wieder zurück und können uns hier natürlich auch aufbessern. 7900 ist nämlich doch schon eine ganz schön große Zahl. Und die müssen wir natürlich langsam mal wieder minimieren, wa? So, wir können uns zum Beispiel unsere Lebensanzeige verbessern. Und das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das machen wir auf jeden Fall einmal. Ja. Aua. Wir können auch unsere maximale Sprintdauer. Statt 3-4 Sekunden sprinten. Wir können auch natürlich bei unseren Waffen, da kann man natürlich jetzt auch jede Waffe hier auswählen, man kann da jetzt noch weitergehen in die anderen Waffenrubriken, können wir das auch noch erhöhen. Da würde ich, wenn, dann aber erstmal kritisch erhöhen. Das ist mir nämlich sehr wichtig. Und Reserve haben wir. Wie viel Munition? Erhöht die Menge der Streichhölzer. Das können wir auch auf jeden Fall mal nebenbei machen. 3900 haben wir jetzt noch über. Wenn Gegner getroffen werden, das brauchen wir auch nicht unbedingt. Kritisch könnten wir jetzt nochmal erhöhen. Das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das machen wir jetzt auch. So, mit 900 verlassen wir dann wieder diese wunderschöne Apparatur. Die uns übrigens immer volles Leben gibt. Oder das hat uns das jetzt gegeben, weil wir unsere Lebensanzeige vergrößert haben. Ich weiß es nicht ganz genau. Eins von beiden wird es sein. So, und hier müssten wir jetzt auch eigentlich wieder speichern können, wenn ich es richtig habe. Na ja, gut. Dann werden wir hier jetzt gleich mal wieder direkt rüber speichern. Wollen Sie das wirklich überschreiben? Ja, ich würde das gerne überschreiben. So, und ich würde sagen, das wäre es erstmal für den heutigen Part oder den ersten heutigen Part von The Evil Within. Denn dieser Part kam ja um 14.30 Uhr. Um 16.30 Uhr erwartet euch ein neuer Part Alien Isolation und um 18.30 Uhr dann ein weiterer Part The Evil Within. Also ihr müsst gar nicht lange warten. Wir sehen uns dann auch morgen schon, also jetzt gleich eher gesagt wieder. Ich bin schon ganz durcheinander. Wir sehen uns auf jeden Fall. Euer Brain, Tüdelü mit Ü, euer Brain, bla. Ich wollte eigentlich noch sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne eine positive Bewertung da lassen. Und wir sehen uns. Bis dann. Euer Brain. Tüdelü mit Ü.